Wie hieß die Rubrik nochmal, die ich jetzt hier im Klickblick mache? NRW-Radar? Netzradar, so hieß es. Und heißt nichts anderes, als die Videos zu zeigen, die gerade in sind. Das müsstet ihr noch viel öfter machen. Das Netz gibt ja eine Menge her. Es reicht mir jetzt schon. Wenn ich ganz ehrlich bin, reicht es mir jetzt schon. Hey, ich gebe mir Mühe gerade. Ja, das macht mir so ein bisschen Sorge. Ich werde auch diese Erkältung nicht ihr los. Ihr beide. Versuch's mal auf dem Flohmarkt. Also der war geprobt, der war gut. Aber weiter geht's. Jetzt Timing. Ja, das ist doch das, was mich stört. Was? Ich zeige jetzt hier diesen lustigen, drolligen Hamster. Peter sagt eben noch, das ist doch ein Schaf. Ach, der ist super. Machen wir uns, Bungi kennt ihn schon, machen wir uns ein Bild selbst, also selbst ein Bild da, ein Selfie. Ja, was denn? Der Hamster ist noch gar nicht fertig. Ich hab noch den Hamster. Jetzt, hier, der Hamster frisst die Möhre. Es geht durchs Netz. Der Hamster und die Möhre. In Geschenkpapier eingewickelt oder in Zebra, ich kann es nicht sehen, weil es völlig überstrahlt ist. Da. Oh, das ist aber echt süß. Mampf. Haben wir da eigentlich auch Ton? Ja, die haben halt aber komische Geräusche, dieser Hamster. So, nachdem uns dieses Video praktisch um die Ohren geflogen ist. Nein, das erst sicherlich später. Jetzt hat es uns erstmal aus den Schuhen und so weiter. Ja, nun fall doch endlich. Ja, gut, kann man machen. Das mit der Giraffe, das ist mir auch schon passiert. Nee. Du hast doch oft, wenn du so nach dem Winter den Pool, wenn du die Plane wegziehst, hast du Ungeziefer und Giraffen drin. Ja, steigt ja, das übliche. Giraffe. Ich habe noch ein Video, das passt zu deinen Videos. Es ist allerdings noch saisonal gebunden. Ja. Frauen im Winter heißt das Ding. Und die wollen Auto fahren? Falsch. Aber das habe ich heute Morgen im Sat.1 Frühstücksmagazin auch schon gesehen. Ja. Warum? Also falsches Schuhwerk, ne? Ist ganz einfach. Manchmal ist das Leben so einfach. Ne? Jetzt lässt du mich hängen. Na, warum? Ich bin durch. Weiß ich auch nicht. Ich bin durch. Das ist komplett durch, oder? Da kann man doch mit dem Sport weitermachen. Ja, ach so, genau. Wir machen jetzt mit dem Sport. Hab ich irgendwas verpasst? Nein, wir sind konditioniert auf diese Bumper. Ohne Bumper fängt der nächste. Nee, machen wir auch nicht. Bumper. Ich bin ja durch, ich bin raus aus der Nummer. Ja, ich fange jetzt an, wenn der Sportbumper läuft. Ich habe mich schon mal ausgelockt. Das sind so die Vorbereitungen fürs Nachhausegehen. Der Flohmarkt, Spaß kam doch ganz gut an. Als ich nur gesagt habe, ich werde die Erkältung nicht los. Mhm. Was hast du gesagt? Da versuchst du mal auf dem Flohmarkt. Geil. Hast du das gemacht? Ja, habe ich gemacht. Fliegt uns um die Ohren, kann ich dir jetzt schon sagen. Man muss immer so gewisse Grenzen. Freitag ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Rantasten an Grenzen, völlig in Ordnung. Überschreiten die Grenzen. Schwierig. Vielleicht in der Late Night um 21 Uhr. Dann kommt Christopher eigentlich um wieder. Um 9 kannst du ja alles machen. Wenn er diese Sendung gesehen hat, dann steht er gleich noch auf der Matte vor der Tür und gibt mir einen Einlauf. Stehen? Den kriege ich. Ja, natürlich. Na klar, was auch sonst. Ne? Wir warten auf den Bumper. Also jetzt denken Sie ich bin durch. Ich muss, ja, aber du wartest bin auch gedanklich. Ich muss heute Abend. Nur Idioten fahren Freitagabends in Ikea. Idioten und ich. Du fährst gleich noch zu Ikea? Ja. Sicher? Ja, das ist. Was gibt's denn da Schönes? Ach, ja, es ist so Weihnachten. Versuchst du da eine Erkältung loszuwerden? Oh, jetzt muss ich
Es ist die Regie selber schuld, wenn sie keinen Bumper spielt. Jetzt ernsthaft? Ist gar nicht da. Ja, wirklich? Stehen im Vorraum. Mehr. Jetzt ernsthaft? Kein Bumper. Dann geh wenigstens einmal durchs Bild. So, tu so, als wär's ein Bumper-Bunky. So hinten rum. Bumper-Bunky finde ich auch gut. Da, wir haben uns ja so einen Bumper-Bunky zugelegt. Warte, ich gehe einmal durchs Bild. Und jetzt der Sport. Nee, das reicht nicht. Nee, das reicht nicht. Das war doch ein Spitzenbumper. Boah. Versuch's nochmal, das war... Spitzenbumper? Dolly Bumper ist nächste Woche bei uns zu Gast. Das ist besser. Und jetzt der Sport. Ja, damit kann ich leben. Operation notwendig. Und das würde dich auch interessieren, weil du ja gerne auch Bully guckst in letzter Zeit.